Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch Bleaching. Ich zeige euch einen Patientenfall. Bis gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen auch zu diesem Video, zu diesem Videobeitrag. Heute haben wir das Thema Bleaching, das In-Office-Bleaching, das Power-Bleaching, was wir direkt vor Ort hier machen, um auch hellere Zähne, ein frischeres Lächeln, ein helleres Lächeln, hellere Zähne zu bekommen. Ich zeige euch einen Patientenfall, wo wir ein Bleaching durchgeführt haben. Als erstes zeige ich euch Vorher-Nachher-Fotos von diesem Patientenfall und dann kommen wir wieder zurück und dann erkläre ich euch, worauf wir genau achten, wenn wir ein Bleaching anbieten. Bis gleich. Wir haben hier eine junge Patientin, bei der wir die Zahnfarbe jetzt feststellen wollen und haben vom Farbring die Farben A3 und A3,5 genommen. A3 ist im Frontzahnbereich, im Seitenzahnbereich, im Bereich des Eckzahnes haben wir eine A3,5. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Vorbereitung. Wir sehen diesen blauen Retraktor, der die Lippen abhält. Die Patientin kann darauf beißen. Es wird mit Watterollen vorbereitet und mit diesem weißen Material, diese Spritze, die gerade dort verwendet wird. Das ist das Material zum Abdämmen, zum Isolieren des Zahnfleisches und der Isolation von freiliegenden Zahnhälsen. In diesem Zustand erfolgen dann 3 bis 4 Durchgänge. Jeder Durchgang dauert 15 Minuten. Nach jedem Durchgang wird dann das Gel abgewischt, entfernt von der Zahnoberfläche. Es wird neues Gel angerührt, angemischt und aufgetragen und der nächste Gang wird dann anschließend wieder durchgeführt. Wenn alle Durchgänge durchgeführt wurden, wird die Isolierung, der Retraktor, diese Watterollen aus dem Mund entfernt. Der Patient, die Patientin können dann ausspülen mit Wasser und dann wird nochmal die Zahnfarbe verglichen. Und hier haben wir vorher unsere Zahnfarbe A3,5 im Eckzahnbereich gehabt und man sieht eindeutig die Veränderung der Zahnfarbe. Auch die A3, die wir für die Schneidezähne ausgewählt hatten, hier sieht man auch eine eindeutige Verbesserung der Zahnfarbe, dass die jetzige Zahnfarbe heller ist. Nun nehmen wir uns nochmal den Farbring und suchen nach der neuen Farbe. Wir suchen heraus, welche Zahnfarbe jetzt am besten passt zu dem jetzigen neuen Zustand dieser Zähne. Und hier in diesem Beispiel haben wir jetzt die A1 genommen, wobei ich sage A1, das scheint mir noch ein bisschen dunkel zu sein. Das würde zu den oberen Schneidezähnen passen, aber auch die B1 passt ganz gut zu den unteren Schneidezähnen, weniger zu den oberen beiden mittleren Schneidezähnen, weil diese, sage ich mal, angegriffen ist und auch dort Zahnschmelz fehlt, was nicht repräsentativ ist für die Zahnfarbe der beiden oberen Schneidezähne. Und hier halten wir nochmal die A3,5 dagegen, um zu zeigen, was für ein enormer Unterschied es in der Zahnfarbe ist nach dem Bleachen mit der Zahnfarbe, die wir vorher herausgesucht hatten. Wir sehen hier mehrere defekte Zahnhalsdefekte, auch an den oberen beiden Schneidezähnen. Diese müssen rekonstruiert werden, weil unsere Patientin in diesem Falle erosive Prozesse vorhanden sind und diese Zähne müssen rekonstruiert werden. Das zeige ich in einem separaten Video nochmal, weil es ein sehr, sehr interessanter Fall ist. Das war jetzt nun der Bleaching-Fall. Von dieser Patientin werde ich euch nochmal ein weiteres Video später zeigen, bezogen auf die Schneidezähne, weil ihr gesehen habt, dass die Schneidezähne sehr, sehr kurz waren und es gibt natürlich auch Gründe dafür, warum das passiert ist. Worauf achten wir jetzt, wenn ein Patient zu uns kommt, der unbedingt gebleachte Zähne, hellere Zähne haben möchte? Als allererstes ist die Aufklärung ganz wichtig. Diese halten wir schriftlich fest. Wir bestimmen die Ausgangszahnfarbe der Patientin, des Patienten.
damit wir herausfinden, ob diese Zahnfarbe sich auch gut aufhellen lässt. Der Zahnarzt, die Zahnärztin sind dafür verantwortlich, dass wir vernünftig aufklären und den Patienten auf realistische Ergebnisse einstimmen. Bei wem darf jetzt das Bleaching gemacht werden, bei wem nicht? Also alle Patienten, die ab 18 Jahre sind, dürfen gebleached werden. Stillende und Schwangere sollten nicht behandelt werden. Patienten mit Parodontalerkrankungen, Karies, Zahnhalsdefekten oder auch Restauration, seien es Zahnersatz oder Füllungen, die defekt sind, nicht behandelt werden. Das heißt, nur bei gesunden Patienten sollte das Bleaching stattfinden. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass wir eine sogenannte intraorale Untersuchung, Inspektion durchführen. Uns die Zähne anschauen und das Zahnfleisch anschauen. Wenn der Patient sich nun entscheidet, das Bleaching machen zu lassen, müssen wir ihm vorab einige Dinge mitgeben an Wissen, woran er sich halten soll, bis das Bleaching sozusagen beginnt. Der Patient, die Patientin sollen sich eine Woche vorher mit einer fluoridfreien Zahnpasta die Zähne putzen. Wissen die Patienten, dass sie empfindliche Zähne oder Zahnhälse haben, sollten sie mit einem desensibilisierenden Gel die Zähne regelmäßig, zweimal täglich, ungefähr 7 bis 14 Tage auch vorm Bleaching behandeln. Es wird empfohlen, ein Gel zu benutzen, welches ca. 5% Kaliumnitrat enthält. Vor dem Bleaching ca. eine Stunde vorher ein Schmerzmittel einnehmen. Bei uns in der Praxis hat es sich bewährt, dass der Patient direkt nach dem Bleaching eine Tablette einnimmt und eine weitere für einige Stunden später zu sich nimmt. Auch als Nachbehandlung nach dem Bleaching ist dieses desensibilisierende Gel mit dem 5% Kaliumnitrat gut zu gebrauchen. Was für Schmerzen können entstehen? Es ist so, dass meistens die blitzartig kommen, da sind und auch wieder verschwunden sind. Das könnte mehrfach einige Stunden noch am selben Tag passieren. Das endgültige Bleaching-Ergebnis bekommen wir erst 2 Wochen später. Das heißt, dass wir direkt nach dem Bleaching das hellste Ergebnis haben, das dunkelt noch minimal nach. Es wird aber nie so dunkel wie die Ausgangssituation, wie die Ausgangsfarbe. Abhängig ist das vom Alter, von der Anatomie, im Zustand der Zähne, der Ausgangsfarbe, der Mundhygiene sowie dem Verzehr von Speisen und Getränken, weil Getränke und Speisen unterschiedlich Verfärbungen auslösen können. Genauso wie auch das Rauchen. Kronen, Veneers und auch sonstige andere Restaurationen wie Komposite, andere Füllungsmaterialien reagieren nicht auf das Bleaching. Wir können mit dem Bleaching im helleren Bereich 6 bis 8 Farbnuancen erreichen. Zähne mit gelben und bräunlichen Anteilen erreichen ein besonders gutes Ergebnis. Antibiotikagabe wie Tetrazykline und auch KFO-Behandlungen, wo zum Beispiel Brackets waren und dort das Bonding verblieben ist, Kompositanteile verblieben sind, oder andere Bereiche bei kieferorthopädisch behandelten Zähnen, wo zu stark poliert wurde, das kann zu unterschiedlichen Bleaching-Ergebnissen führen. Man sollte danach ca. 2 bis 3 Tage nichts Färbendes essen und trinken. Komposit-Restaurationen oder auch sowas wie Veneers sollten ca. 14 Tage nach dem Bleaching erst erneuert werden, denn dann hat sich erst die richtige neue Zahnfarbe gefestigt. Das heißt, dass die Farbstabilität gegeben ist und auch die Haftfestigkeit für die neuen Restaurationen auf Zahnschmelz und Dentin sind auch nun gegeben. Es müssen immer vorher und nachher Bilder, Fotos gemacht werden, denn der Patient vergisst ziemlich schnell, wie das Ergebnis ist und von wo die Zahnfarbe herkam. Immungeschwächte Menschen sollten nicht behandelt werden, genauso wenig sollten Menschen mit allergischen Reaktionen behandelt werden. Nebenwirkungen, die entstehen können, sind diese schmerzhaften Zahnempfindlichkeiten noch am Tage des Bleachings, genauso wie es dazu führen kann, dass das Zahnfleisch sich verbrennen kann. Es sollte immer eine Schutzbrille vom Patienten getragen werden, denn das Powerbleaching mit der Lampe kann die Augen schädigen. Wir benutzen, um den Mund zu öffnen, während des gesamten Bleachings einen sogenannten Retraktor, was die Lippen abhält. Wir brauchen noch zusätzlich um den Retraktor herum einen Lippenschutz, damit letztendlich nicht durch das Licht der Lampe die Lippen verbrennen.
Der Ablauf ist folgendermaßen. Wir tragen das Gel auf. Der Ablauf jedes Durchgangs dauert 15 Minuten. Dann wird das Gel gewechselt, abgewischt und neu aufgetragen für den zweiten, dritten, gegebenenfalls sogar für den vierten Gang. Patienten sollten nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Wir geben unserem Patienten eine Klingel, eine elektronische Klingel in die Hand. Und sollte etwas sein, egal was es ist, muss geklingelt werden und wir sind dann auch prompt anstelle da. Sollten extreme Empfindlichkeiten während des Bleachings auftreten, kann man das desensibilisierende Gel auftragen oder auch die Bleachinglampe von der Intensität her herabstufen. Sollte der Patient das desensibilisierende Gel nach der Behandlung, nach dem Bleaching noch am selben oder auch am nächsten Tag noch auftragen wollen, sollte er anschließend ca. 30 Minuten nichts essen und nichts trinken. Das Aufhellungsgel sollte bei 2 bis 10 Grad gelagert werden, denn dann haben wir die volle Wirkung. Und bei der Anwendung sollte es bei 15 bis 25 Grad benutzt werden. Und bei Anwendung sollte die Umgebungstemperatur 15 bis 25 Grad sein. Dazu muss das Gel 6 Stunden vorher aus dem Kühlschrank heraus. Und sollte das Gel kurz vor der Behandlung aus dem Kühlschrank herausgeholt werden, sollte es im warmen Wasser aufgewärmt werden. Laut Anleitung sollte das Wasser 49 Grad haben, wie auch immer man diese 49 Grad erreicht. Und zu den Kosten für die professionelle Zahnreinigung und das Bleaching haben wir für 6 Monate bequeme monatliche Teilbeträge von 75 Euro. Das war's zum heutigen Video mit dem Thema Bleaching. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, liked, abonniert und kommentiert. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr zum Livestream dazu kommt, immer dienstags um 20:15 Uhr. Bis bald und bis zum nächsten Video. Ciao.